Spieltag 6 in der Virtual Bundesliga Club Championship und der VfL Bochum muss gegen den VfL Wolfsburg ran. Xander gegen Salzor heißt die Paarung für Spiel Nummer 1. Die beiden Teams gehen als ebenwürdige Konkurrenten ins Spiel. Es verspricht also spannend zu werden. Die erste Halbzeit trotzdem bis zur Nachspielzeit torlos. Dann macht Xander aber Druck. Ein wunderschöner Pass mit der Hacke bringt ihm die 1:0 Führung. In der 84. Minute kann er mit einem blitzschnellen Konter den Abstand noch weiter erhöhen. Und macht das Spiel dann mit Tor Nummer 3 zu. Wieder ein Konter, dem Salzor einfach nicht mehr hinterherkommt. Da geht er zu hart ran. Elfmeter für Xander. Souverän macht er den rein. Bene muss diese Leistung in Spiel 2 wieder gut machen. Die erste Halbzeit geht jedoch torlos aus. In der zweiten Hälfte legt Bene aber vom Anpfiff an gleich stark los. Er kämpft sich über links außen durch, gibt nochmal in die Mitte ab und schon steht es 1:0. Bassinho geht hier aber nicht kampflos unter. Gekonnt spielt er durch die Lücken in der Verteidigung und holt so den Ausgleichstreffer. Bene will aber die 3 Punkte für Wolfsburg haben. Ein starker Pass in den 16er, Pfostentreffer, Nachschuss, Tor. Damit gewinnt Bene Spiel 2 mit 2:1. Drittes Spiel, es ist noch offen, wer das Match gewinnt. Beide Teams haben Aussichten auf gute Tabellenplätze und brauchen dafür die Punkte. 15. Minute und Salzor kommt über rechts außen. Ein Querpass zu Bene ist es, was dem Team die Führung bringt. Die Wolfsburger bauen die Führung weiter aus. Ein flinker Angriff bringt Salzor die Chance für das 2:0, die er auch gleich prompt verwandelt. Nur wenige Minuten später gibt es auch noch das dritte Tor obendrauf. Ein traumhaftes Passspiel lässt die Verteidigung von Bochum alt aussehen. Endstand 3:0. Mit den erspielten 3 Punkten bleibt Bochum auf Platz 12. Wolfsburgs 6 Punkte reichen ihnen, um auf Platz 6 der Tabelle zu klettern. Mehr Infos zur laufenden Saison der Virtual Bundesliga gibt es natürlich auf esports.com und der offiziellen VBL-Seite.